Hallo alle miteinander, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute eine ganz besondere Folge in diesem Bullet Journal bzw. in dieser Bullet Journal-Reihe. Nämlich habe ich euch hier erzählt, dass ich dieses Jahr das Bullet Journal und das Book Journal zusammen in ein großes Leuchtturm hineinbringe. Und bis jetzt haben wir fast nur Bullet Journal Dinge in dieser Reihe gemacht. Heute zeige ich euch die Dinge, wie ich das Book Journal aufbaue, beziehungsweise welche Seiten ich dafür schon vorgeschrieben habe. Kleiner Spoiler vorne weg. Ich habe mich schon wieder umentschieden, aber das werdet ihr dann gleich mitbekommen. Ihr könnt hier schon sehen, meine erste Seite der Leseziele. Wenn ihr übrigens sehen möchtet, was davor ist, dann schaut einfach mal in der Playlist vorbei. Da sind dann alle Teile drin. Wir haben jetzt Halbzeit und ja, wenn ich fertig bin, könnt ihr euch dann quasi nacheinander weg alle einmal anschauen. Wir kommen als erstes zu den Lesezielen. Ich habe hier unten schon hingeschrieben, ich möchte pro Monat nur 5 Bücher lesen und nicht mehr als 3 Neuzugänge. Das ist für mich ein super hochgegriffenes Ziel. Ich schaffe es selten, nur 3 neue Bücher pro Monat kommen zu lassen, aber ich probiere das einfach mal aus. Und ich möchte aber auch nicht mehr als 5 Bücher lesen und lieber den Büchern, die ich lese, ein bisschen mehr Zeit und Raum geben. Vielleicht auch noch zur Recherche um die Bücher außenrum. Deswegen habe ich mir hier 60 Bücher gesetzt als Leseziel. Also ich möchte nächstes Jahr 60 Bücher lesen. Das ist auch die Zahl, bei der ich dieses Jahr ungefähr landen werde. Noch 3 kleinere Unterziele dazu gemacht. Von diesen ganzen gelesenen Büchern sollen mindestens 5 Sachbücher sein, 10 Klassiker und 10 diverse Länder. Was meine ich mit diversen Ländern? Vor allem Bücher, die aus anderen Sprachen als aus der englischen und deutschen Ecke kommen, weil die haben es einfach bei uns viel, viel schwerer herausgebracht und auch gelesen zu werden. Ich weiß nicht, was da für ein Problem mit der Übersetzung ist, aber das machen einfach Verlage weniger und deswegen möchte ich das ein bisschen unterstützen und eben auch diverse Länder lesen. So, und nun komme ich schon zu meinem kleinen Spoiler. Ursprünglich dachte ich mir, ich mache auf gar keinen Fall die Challenge vom letzten Jahr. Da hatte ich 22 Bücher für das Jahr 2022 gesetzt. Das war mir einfach zu viel und ich möchte dieses Jahr, das wäre ja noch ein Buch obendrauf, 23 Bücher für das Jahr 2023. Das ist mir zu viel und dieses Jahr habe ich ja als großes Überthema weniger. Deswegen mache ich die Challenge 12 Bücher in 12 Monaten. Aber irgendwie war mir das dann zu lasch, also einfach 12 Bücher von meinem Sub zu nehmen und die euch vorzustellen, weil, naja, ich möchte sie ja sowieso lesen. Und warum sollte ich euch dann diese 12 Bücher vorstellen? Und für mich wäre das irgendwie auch keine richtige Challenge. Und deswegen habe ich die ein bisschen abgeändert. Ich habe die aufgegliedert in 2 verschiedene Bereiche. Ich glaube, das könnte super spannend für euch sein. Wenn euch das interessiert, am Sonntag dazu kommt das Video online und dann zeige ich euch, wie meine Challenge für nächstes Jahr aussieht. So, und hier habe ich ja schon abgedeckt, weil das einfach ein komplett anderer Bereich ist und deswegen ziehe ich das einmal hier rüber. Und zwar möchte ich hier das beste Buch 2023. Ich habe hier außenrum die einzelnen Monate gemacht, dann immer quasi ein Quartalssieger, Halbjahrssieger und hier in der Mitte soll dann der Jahressieger kommen. Ich weiß, dass mir das immer ultra schwer fällt, aber ich weiß dann auch, dass ich dieses eine Buch definitiv lange im Herzen tragen werde.
Und ja, das ist einfach so für mich ein kleines Spiel, um nochmal zu reflektieren, was habe ich gelesen und was hat mir an den Büchern besonders gut gefallen. So, nun kommen wir zu einer großen Doppelseite. Hier werde ich die Neuzugänge notieren. Ich mache immer oben irgendwie total ungern diese Spalten, weil ich die irgendwie einfach nicht brauche. Ich weiß, was wo stehen soll. Ich werde wie immer hier vorne hinschreiben, wann das Buch zu mir gekommen ist. Hier das Titel des Buches, hier den Autoren, dahinter die Seitenzahl und noch ganz zum Schluss quasi, was das Buch mich gekostet hat oder wie eben das Buch zu mir gekommen ist. Und da seht ihr schon, ich habe jede Menge Platz gelassen. 60 Bücher. So viel sollen es nicht werden. Wenn es ja nach der Challenge läuft, wären es ja gerade einmal 36 Bücher. Aber da ich mich kenne, habe ich mal für 60 Bücher Raum gelassen. Dieses Jahr waren es definitiv mehr als 60 Bücher. Das Jahr ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Ich denke, ich werde auf die 100 Bücher an Neuzugängen dieses Jahr auf jeden Fall kommen. Und das soll nächstes Jahr ein bisschen geringer werden. Lieber ein bisschen mehr Qualität als Quantität. Und als nächstes kommen dann alle meine Subbücher rein. Also ich möchte alle Bücher, die ich bis zum Jahresende von 2022 nicht geschafft habe zu lesen, möchte ich hier eintragen. Wenn nicht so viele neue dazukommen, werden das nur knapp 60 werden, aber ich habe lieber ein bisschen Platz gelassen, weil Weihnachten und mein Geburtstag stehen vor der Tür und naja, traditionell bekomme ich halt Bücher geschenkt, wie wahrscheinlich alle, die gerne lesen. Und deswegen, ja, wird es hier eine Doppelseite mit 70 Büchern geben. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Subtracker. Wenn ihr seht, der Tracker endet hier bei der 30. Das ist nicht umsonst so. Mein Tracker ist aktuell irgendwo ganz weit oben. Aber Ziel sollte es eigentlich für mich langfristig schon so um die 30 Bücher zu haben, weil sonst einfach mein Subregal, das ich habe, nicht auslangt. Und aktuell platzt es aus allen Nähten und das müsste eigentlich nicht sein. Deswegen möchte ich meinen Sub wieder so bei ungefähr 30 Büchern einpendeln lassen. Das wäre dann schon so darauf, wo ich richtig Lust hätte. Was natürlich in einem Subtracker immer nicht vermerkt wird, wenn ich Bücher nochmal lese, die kommen jetzt hier eigentlich nirgendwo rein. Das sind dann halt einfach so Dinge für mich, dass ich besondere Bücher nochmal lese. Aber wenn wir dann an den Monat gehen, beziehungsweise an Januarübersicht, dann zeige ich euch, wo ich das eintrage, wenn ich ein Buch gereadet habe. Ich versuche es nochmal in Deutsch, wenn ich ein Buch nochmals gelesen habe, das trage ich dann woanders ein. Und ja, ihr könnt mal sagen, interessiert es euch, wenn ich ein Buch zum zweiten Mal lese und das euch vorstelle? Oder würde es euch nerven, wenn ich quasi das Buch dann nächstes Jahr gleich nochmal lese und dann nochmal vorstelle? Das könnt ihr mir gerne mal sagen. Ich bin da noch sehr unentschlossen. Dann wären wir auch schon durch mit unserem buchigen Teil. Ich überlege mir, ob ich noch die Challenge, die Rache des Sub einführe. Das wären dann Bücher, die letztes Jahr im Januar zu mir gekommen sind. Sagt mal, ob das für euch was wäre. Also ich würde in der Rache des Sub quasi alle Bücher vorstellen, die ich im Januar gekauft habe. Und alle, die ich davon nicht gelesen habe, müssten dann 3 Monate später gelesen werden. Und da würde ich euch natürlich dazu mitnehmen. Also Sub ist immer der Stapel ungelesener Bücher. Ja, erzählt mal, wird euch das interessieren? Soll ich mir die Mühe machen? Das sind nämlich relativ aufwendige Videos. Wäre da sehr auf eure Meinung gespannt. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Es hat mich ganz arg gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei den letzten Teilen noch dabei wärt.
Bis bald. Tschüss.